Herzlich willkommen zu einem neuen Amsel-Video. Heute bei mir ist Romy und sie berichtet uns darüber, wie sie ihre Lebensfreude wiedergefunden hat. Hallo Romy. Hallo, grüß dich, Patricia. Ja, wer dich kennt, deine sprühende Lebensfreude, dein ansteckendes Lachen, der wird sich wundern, der kann es nicht glauben, dass es dir mal richtig, richtig dreckig ging. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen schmerzt, bitte erzähl uns mal darüber. Ja, was heißt Schmerzen? Ich meine, das gehört dazu zum Leben. Es war keine tolle Zeit. Sie gehört dazu und ich erzähle dir sehr gern darüber, weil ich weiß auch, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und zu sagen, dass es auch wieder weitergehen kann. Ja, also ich habe 1996 die Diagnose MS bekommen und habe eigentlich genau das mitgemacht, was jeder so mitgemacht hat am Anfang. Die Fragen, warum ich und weshalb und überhaupt und ja, dann habe ich mich da aber wieder rausgekrabbelt und ich hatte die Unterstützung von meinem Mann und habe meine Hobbys so gefunden, was mir Spaß macht und bin viel an die Luft gegangen. Ich musste zwar meinen Beruf aufgeben, was für mich sehr, sehr schwer war, aber dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja immer noch andere Dinge machen. Genau, kümmere mich um meinen Haushalt. Und dann stand 1998 stand ein Umzug an. Wir sind dann hier in die Nähe von Karlsruhe gezogen. Und damals ging es dann los, dass ich eben ja nicht mehr mit dem Stock laufen konnte so gut. Dann habe ich einen Rollstuhl bekommen. Okay, der stand aber erstmal in der Garage. Dann war aber das Größte oder das Schlimmste, was für mich war, einfach die Tatsache, ich hatte eine ganz liebe Nachbarin, die meine Freundin ist. Die hat nur über die Straße gewohnt und wir hatten uns zum Kaffee verabredet. Und ich war bei ihr drüben und dann habe ich gedacht, okay, die Stunde war rum, ich gehe jetzt wieder nach Hause und habe gedacht, ah ja, ich muss aufs Klo. Ah ja, ich gehe lieber auf meine eigene Toilette. Also bin ich über die Straße rüber und merke, während ich rüberlaufe, oh, das könnte knapp werden. Das könnte sehr knapp werden. Und dann lief mir bis zum Hauseingang, ja, lief mir alles die Beine runter. Und dann habe ich gedacht, okay, nichts wie rein, schnell in die Wohnung, umziehen, waschen. Andersrum, erst waschen, dann umziehen. Und dann kam mir aber zu allem Übel genau im Treppenhaus meine Vermieterin entgegen. Und dann habe ich gedacht, ach du lieber Himmel. Und dann habe ich mich, ich bin damals, wie gesagt, noch mit dem Stock gelaufen, habe ich mich so an der Wand entlang gedrückt, dass ja meine Vermieterin mich sieht, dass ich eine nasse Hose habe und habe mich dann irgendwie versucht festzuhalten, dass ich diese Stufen hochbekomme und bin dann in die Wohnung und habe mich dann eben gewaschen, umgezogen und habe gedacht, so ein, na, okay. Und dann ging es tatsächlich los, dass das immer öfter vorkam, dass ich das Wasser einfach nicht, also dass ich den Urin einfach nicht mehr halten konnte. Und dann war es so, dass ich so alle Viertelstunde auf Toilette hätte können. Oder hätte müssen und dann war es tatsächlich so, dass ich mich einfach nicht mehr rausgetraut habe. Weil, wo willst du denn alle Viertelstunde hin? Also das ging damit los, dass ich dann mit Michael nicht mehr, mit meinem Mann nicht mehr einkaufen gegangen bin. Ich bin dann auch nicht mehr zu Freunden gegangen, habe mich einfach zurückgezogen, habe mich zu Hause eingeigelt, war dann damals aber auch schon in urologischer Behandlung und bis zu dem Urologen hin und gesagt, oh Mann, das kann doch nicht sein, ich muss alle Viertelstunde aufs Klo und ich kann es nicht verheben. Ich habe mir dann so mit Mo Monatshygienebinden beholfen, die natürlich hinten und vorne nicht ausgereicht haben. Und dann sagt der Urologe zu mir, ja, Frau Mannschneider, Sie haben MS, also was wollen Sie erwarten? Und ich nenne es immer, ich dummes Huhn hab's geglaubt. Und wie gesagt, dann, ich bin eigentlich gar nicht mehr vor die Tür. Und dadurch, dass ich alle sozialen Kontakte eingeschränkt habe und nirgends mehr hin bin, habe ich es total an der Psyche bekommen. Weil ja, ich habe alles abgebrochen. Also ich bin weder zum Einkaufen mitgegangen, noch bin ich zu meiner Freundin rüber, noch habe ich mal einen eigenen Ausflug gemacht. Also ich habe mir das einfach gar nicht mehr zugetraut. Und dann hat sich bei mir zusätzlich, weil ich halt nicht ständig waschen musste, weil halt was daneben ging, hat sich auch noch eine Zwangsneurose entwickelt in Form eines Waschzwangs und eines Kontrollzwangs. Und dann war ganz aus. Und also der Michael hat immer gesagt, er kam nach Hause und wusste nicht, wie ich drauf bin. Bin ich gut drauf oder bin ich heulende Elend oder drehe ich schiel am Rad und wie auch immer. Auf jeden Fall wurde es dann so schlimm. Ja, gut. Also
Mein Lachen war auch leider etwas eingefroren, da ging gar nichts mehr. Und ich bin dann in psychologische Behandlung gegangen, weil ich gemerkt habe, ich kriege das allein nicht auf die Reihe. Habe dann auch von meinem Neurologen Medikamente bekommen. Habe dann dadurch, weil sich alles nur noch um Blase, MS und wie soll das weitergehen gedreht hat, eine riesige Depression entwickelt. Habe dann Antidepressiva bekommen, habe leider nachts nicht mehr schlafen können und hatte untertags Panikattacken. Und um diese Panikattacken in den Griff zu kriegen, habe ich von meinem Neurologen Tranquilizer bekommen, die mich sofort runtergeholt haben. Ganz toll, aber ich war dann natürlich voll weg und ich habe dann auch den Fehler gemacht, weil ich nicht mehr schlafen konnte, dass ich die abends genommen habe zum Schlafen. Dann habe ich wenigstens 2, 3 Stunden schlafen können. Leider mit der Quintessenz, dass ich halt abhängig war von diesen Dingern. Und mein Mann und mir ist mit mir dann mal zum Neurologen, weil er gesehen hat, was ist denn mal los mit dir? Und dann habe ich das halt so erzählt und mein Mann fällt aus allen Wolken und sagt, was machst denn du für einen Mist? Und er sagt, ja, ich kann nicht mehr schlafen und die Panikattacken und ich habe vor allem Angst und es geht nichts mehr und ich will nicht mehr raus. Und dann hat mein Neurologe gesagt, Frau Wandschneider, für Sie wäre es besser, Sie würden mal in die Klinik gehen, stationär. Er glaubt, dass das ambulant nicht mehr hinkommt. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir waren auf der Suche nach einer Klinik, die rollstuhlgerecht ist, weil ich ja auch den Rollstuhl schon benutzt habe, die sich vielleicht ein bisschen mit MS auskennen, aber vor allem die sich mit der Psyche, gerade mit den Zwangsneurosen und Depressionen auskennen. Und da war ich dann auch in Bad Dürkheim in einer Klinik, wie ein so verschüchtertes, schlechtes Hühnchen. Und ja, und da hing ich dann. Und da ging es aber im Prinzip genauso weiter wie zu Hause, weil ich ja alle Viertelstunde aufs Klo musste. Natürlich habe ich dann Vorlagen irgendwann benutzt, aber ich habe diesen blöden Dingern halt einfach auch nicht getraut, weil ich gedacht habe, naja, die Monatshygiene binden hier an, da ist ja trotzdem die Hose nass geworden und es sieht ja dann jeder und es riecht man und oh mein Gott. Naja, und das habe ich dann halt auch mal meiner Psychologin erzählt und dann hat sie gesagt, dann probieren Sie es doch mal aus, wie viel so eine Vorlage schnappt. Und dann hat sie gesagt, machen Sie doch mal einen Trockenversuch. Und dann habe ich gesagt, stimmt eigentlich, warum mache ich das nicht? Und dann habe ich wirklich einen Trockenversuch gemacht. Also ich habe dann in meinem Zimmer, habe ich eine Vorlage gepackt, habe mich in die Dusche gesetzt und habe halt gewartet, bis ich auf Toilette musste. Beziehungsweise ich musste auf Toilette, hab die Vorlage schnell reingeknallt und habe mich in die Dusche gestellt oder gesetzt. Ich hatte einen Stuhl in der Dusche und siehe da, die Vorlage hat die komplette Ladung aufgenommen. Also da ging nichts daneben und gar nichts. Und dann habe ich gedacht, okay. Das war jetzt der erste Versuch. Diesen Versuch habe ich zweimal gemacht oder dreimal. Und dann habe ich eine liebe Freundin in der Psychosomatik kennengelernt, die gesagt hat: Mensch, Robby, du kannst nicht nur in der Klinik rumhocken. Du tingelst immer nur zwischen Therapien, deinem Zimmer und dem Speisesaal hin und her. Und die hat dann gesagt: Komm, jetzt gehen wir in den Park spazieren. Und ich so, Ja, und natürlich habe ich dann die Vorlage reingelegt. Und natürlich war es so, ich musste innerhalb von einer Viertelstunde aufs Klo und habe gedacht, Mist, 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 was mache ich denn jetzt? Verheben kann ich es nicht. Und dann lief es halt und es ist aber nichts passiert. Also wie gesagt, ich bin trocken nach Hause gekommen, in die Klinik zurück, die Vorlage wurde gewechselt und alles war gut. Und das haben wir dann, 7 Wochen war ich in der Psychosomatik und in den 7 Wochen habe ich dann eben gelernt, ja. Okay, die Vorlagen halten das, ich kriege das hin und ich habe mit meiner Psychologin Wege erarbeitet, wie ich, wenn Panikattacken kommen, damit umgehen kann. Ich habe verschiedene Wege gefunden und mir hat es dann geholfen, dieses Rausgehen und einfach diese Erfahrung, ja, ich kann doch noch was, ich kann das auch alleine und ich kann noch in den Park gehen, hat dann geholfen, dass einfach so langsam meine Lebensfreude wieder zurückkam. Das war so ja, der Grundgedanke, hätte ich fast gesagt. Was für eine krasse Story. Also tatsächlich der soziale Rückzug wegen der Blasenschwäche Ja, und total. dann der rettende Trockenversuch, wie du es nennst, in der Dusche einfach mal laufen lassen und gucken, was passiert und sich dann langsam vortasten wieder in die Gesellschaft rein tatsächlich Genau. und hier da, es hat funktioniert. Ja, es hat Ja. funktioniert. Vielen Dank für
Diese Erzählung ist ja keine Erzählung für diesen Bericht aus deinem Leben. Und ich hätte noch eine Frage. Das hat jetzt bei dir so funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass für viele MS-Betroffene die Blasenschwäche einer der Gründe sind, vielleicht für eine Depression, eben durch den sozialen Rückzug. Aber was gibt es denn noch an allgemeinen Tipps oder was hat dir außerdem geholfen? Du hast dir ja natürlich auch die professionelle Hilfe gesucht und deine Psychologin kam auf einen ganz pragmatischen Versuch und damit hat es dann funktioniert. Aber was hilft dir noch bei deiner Lebensgestaltung jetzt? Du hast ja auch deinen Beruf aufgeben müssen. Es ist tatsächlich so, ich bin ja dann aus der Psychosomatik wiedergekommen und war schon noch so ein bisschen verschüchtert. Naja, dann gehen wir halt spazieren. Und dann war meine Freundin eben da, die bei der es auf dem Rückweg mal daneben ging. Und die hat damals in einem Chor gesungen und die hat gesagt: Mensch, Romy, komm doch mal mit. Und ich so: nee, jetzt war ich ja in Reha und wir lassen das mal. Und die hat mir tatsächlich einen, darf ich das sagen, Arschtritt verpasst und hat gesagt: Ey, nix, du kommst jetzt einfach mal mit und du schaust dir das mal an. Ich sage, ja, ich bin jetzt nicht die große Sängerin, und sagt sie, egal, komm, ich nehme dich mit. Und dann bin ich mitgegangen und das hat mir total Spaß gemacht. Und ich fand es dann auch ganz lieb. Der Chor damals hat eigentlich im ersten Stock geprobt, in einem Zimmer. Und dann haben sie natürlich auch gemerkt, dass das Zimmer wurde zu eng. Und dann haben sie überlegt, wo gehen wir hin? Und dann war ja ich da und dann wurde es halt mit dem Laufen leider auch immer schlechter. Und dann sind die in die Aula runter in der Schule und die Aula war ebenerdig zugänglich, die Toiletten waren um die Ecke, also ich musste nur 10 Meter war ich auf der Toilette und ich wurde sofort in den Chor integriert und also auch heute noch, die schleppen mich die Treppen hoch und die schleppen mich die Treppen runter und die sind froh, dass ich da bin. Am Anfang habe ich gesagt, oh nee, bloß nicht und ganz hinten hinstellen, dann sagt, was ist das, ganz hinten hinstellen, dann siehst du ja nichts, ganz vorne, also diese Interaktion mit anderen Menschen, dieses soziale Umfeld, diese Kontakte, das hat mir einfach so unheimlich gut getan, weil viele dann auch gesagt haben, Mensch, sie finden es klasse, dass ich das mache und dass ich mich trotz Rollstuhl raustraue und das ist doch super. Und mein Mann hat mich natürlich auch nochmal angestoßen und hat gesagt, komm, wir gehen jetzt hier hin und komm, wir gehen dahin und wir machen dies. Und dann habe ich in einer neurologischen Reha den ehemaligen Kontaktgruppenleiter von der Kontaktgruppe Breitenbruchsal kennengelernt. Und also ich war dann auch immer bei den Treffen, ich habe dann auch ihn ein bisschen unterstützt. Und irgendwann hat er halt dann gesagt, du, ich möchte eigentlich nicht weitermachen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, und dann? Na ja, was tun, wenn die Kontaktgruppe keine Leitung mehr hat, dann ist sie weg. Und dann habe ich gesagt, ja, und wer macht's dann? Und dann hat ein Freund gesagt, der auch mit in der Reha war, Romy, dann machst doch du. Also ich bin zu der Kontaktgruppe gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, weil ich bin damals 96, als ich krank geworden bin, auch sehr gut aufgefangen worden von der Schwarzwald-Baar-Gruppe. Damals habe ich im Schwarzwald-Baar-Kreis gewohnt. Und das hat mir halt auch gut getan, dieser Austausch, dass man nicht allein ist, dass andere sagen, ja, ich kenne das auch oder ich mache das dann so, man gibt sich Tipps. Und dann habe ich gedacht, also dann muss ich das auch so machen. Und so habe ich dann meine Kontaktgruppe, also habe ich Breitenbruchsal übernommen. Und um einfach jetzt auch den Kreis wieder zu schließen zu den Blasenstörungen. Ich bin schon bevor der Depression, habe ich sehr offen immer in der Kontaktgruppe über all meine Probleme und Einschränkungen gesprochen und habe denen natürlich auch von meinen Blasenproblemen erzählt und habe denen auch diesen Trockenversuch erzählt und ich habe auch erzählt, ich stand auch schon an der Kasse und man hat Blut und Wasser geschwitzt, weil man gedacht hat, oh Gott, wo ist die nächste Toilette? Na? Und mit der Vorlage kann man es halt wirklich einfach laufen lassen. Es riecht niemand, es sieht niemand und ich habe das dann eben auch meinen Mitgliedern erzählt und habe gesagt, und am Anfang war ich natürlich auch noch unsicher. Und dann habe ich halt einfach mit der Verkäuferin geplappert oder mit der Kundin hinter mir. Dann hat kein Mensch gemerkt, dass im Moment halt was anderes noch abgeht. Und so habe ich dann einfach mein Umfeld erweitert. Ich habe einfach gemerkt, was mir Spaß macht, wie gut es mir tut, in der Natur zu sein, wie gern ich zum Singen gehe, wie gern ich auch mal draußen einfach sitze und die Füße baumeln lasse oder mit Menschen zu tun habe.
Ja, das hat so aufeinander aufgebaut. Also mit jedem Schritt, den ich nach vorne gemacht habe, habe ich positive Erfahrungen gemacht und dann habe ich mir einfach immer mehr zugetraut und habe den nächsten Schritt gewagt. Und ja, ich war schon immer ein kommunikativer Mensch und das kam immer, immer weiter. Und so bin ich jetzt da, wo ich heute bin. Und da sind wir alle sehr froh drüber, weil du ja auch gerade in der Kontaktgruppe berätst, jetzt hier über dieses Video auch anderen sicherlich helfen kannst. Ja, Romy, hab herzlichen Dank für deine Offenheit, für Sehr deinen gerne. Bericht. Dankeschön. Einen Tipp hätte ich noch, wenn Ja, ich das gerne. sagen darf. Nicht aufgeben, immer weiter kämpfen, sich nicht unterkriegen lassen. Auch ich habe Rückschritte gemacht. Und das Wichtige ist, oder ja, wenn man mal wieder ins Loch fällt, was auch mir passiert, wirklich aufstehen, wie man so schön sagt, Krönchen richten und weitermachen. Das ist tatsächlich so, auch wenn es ganz arg schwer fällt, immer wieder weitermachen und versuchen, offen zu sein und Neues ausprobieren und nicht sagen, ich kann das nicht mehr, dann mache ich halt nicht mehr, sondern dann mache ich es vielleicht anders oder mache was anderes. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil so habe ich es auch gemacht. Danke, Ron. Sehr gerne.